Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Und zwar spielen wir Allied General. Zur Geschichte dieses Spiels. Also es war 1994 als Panzergeneral erschien ein Spiel, das die Strategiespielewelt revolutionierte. Entwickler und Veröffentlicher war die US-Firma SSI, Strategic Simulations Incorporated, also Unternehmen für strategische Simulationen. In Panzergeneral durchkämpfte man auf Seiten der deutschen Wehrmacht den Zweiten Weltkrieg und im Nachfolger von Panzergeneral, dem Spiel Allied General, also Alliierter General, kämpft man für die Alliierten und diesem Spiel widmen wir uns jetzt. Das Spiel Allied General erschien 1995 und hatte in Deutschland den Namen Panzergeneral 2, als SSI dann jedoch ein Remake von Panzergeneral, nämlich Panzergeneral 2, rausbrachte, wurde dieses Remake in Deutschland als Panzergeneral 3D veröffentlicht. Es folgten dann natürlich noch weitere Spiele von SSI wie Steel Panthers, ebenfalls ein geiles Spiel, aber auch Pacific General, zu Deutsch Pacific Admiral, wo man die Japaner im Zweiten Weltkrieg spielt, People's General, wo man die Chinesen in einem fiktiven Dritten Weltkrieg spielt und so weiter. Wir spielen jetzt Allied General und zwar kurz erklärt gliedert sich das Spiel in vier Kampagnen und zwar kann man entweder auf Seiten Großbritanniens, der USA oder der Sowjetunion kämpfen. Hier die vier Kampagnen: Nordafrika, Briten von 1940 bis 1942, Sidi Barrani bis Kairo, Großbritannien und seine Alliierten prallen mit den vereinten Kräften von Italien und Deutschland im Wüstensand aufeinander. Dann Westeuropa, Amerikaner 1942 bis 1945, Operation Torch bis Deutschland, der Feldzug zur Befreiung Europas. Dann Westeuropa, Briten 1942 bis 1945, Marettlinie bis Deutschland, der Feldzug zur Befreiung Europas. Und schließlich Russland, Sowjets 1939 bis 1945, Finnland bis Berlin, Krieg im Osten von der Invasion Finnlands zum großen Vaterländischen Krieg, den deutschen Angriff und Kampf um das russische Landesinnere sowie den Marsch der Roten Armee auf Berlin. Wenn man die Nordafrika-Kampagne für die Briten spielt, kann man direkt im Anschluss auch die Westeuropa-Kampagne der Briten spielen. Somit ist die britische Kampagne eigentlich die Grundkampagne des Spiels und wir werden diese auch spielen. Die US-Kampagne Westeuropa unterscheidet sich nur in zwei Missionen von der britischen und wir werden die eine Mission noch nachspielen und die andere wird, wie auch die gesamte russische Kampagne, das lassen wir mal aus. Gut, dann geht's weiter mit dem Spiel. Zuerst noch die Einstellungen und zwar, ihr seht hier die Grundeinstellungen und ich werde die ein bisschen anpassen, weil ich finde das Spiel unglaublich schwer. Und zwar habe ich die künstliche Intelligenz auf Basic gestellt, dann die Prestige des Gegners auf 0% und unsere auf 200%, die Experience, die Erfahrung auf minus 5 beim Gegner und auf plus 5 bei uns. Und dann habe ich Wetter, Nachschub und versteckte Einheiten, die habe ich rausgenommen. Das heißt, wir haben keine Wetterverhältnisse, müssen uns um den Nachschub keine Sorgen machen und haben auch keine versteckte Einheiten. So, jetzt aber los. Sir, as you well know, since September, the Italians have pushed as far east as Sidi Barrani. Whilst they may have suspended their advance, their presence remains a threat to the stability of the region and to our reserves of petrol. High Command has instructed us to proceed at top gear with the resources we have to hand and dislodge the Italians from their Libyan colonies. So, da habe ich das versucht, möglichst auf British English wiederzugeben und nun folgt die einigermaßen mehr oder weniger gelungene deutsche Übersetzung. Sir, wie Sie sicher wissen, sind die Italiener seit September nach Osten bis Sidi Barrani vorgestoßen. Obwohl sie ihren Vorstoß eingestellt haben, bleibt ihre Präsenz eine Bedrohung für die Stabilität in der Region sowie für unsere Treibstoffreserven. Das Oberkommando hat uns beauftragt, in voller Fahrt vorzustoßen und dabei die Ressourcen zu nutzen, welche wir zur Verfügung haben, um die Italiener aus ihren libyschen Kolonien zu vertreiben. So, und dann starten wir 9. Dezember, erste Runde. Also 9. Dezember 1940, erste alliierte Runde. Wir haben hier unsere Einheiten. Hier eine Matilda II Panzer. Und hier einen MK3 A13 Panzer, hier Artillerie und der Rest ist Infanterie.
Die sind auch ein bisschen besser bewaffnet als die hier. So, starten wir mit Artilleriebeschuss. Und greifen mit der Infanterie an. Nun mit dem Panzer gegen das Aufklärungswagen hier. Seine Panzerabwehrkanone. Anti-Tank. So. Vielleicht noch zum Zeigen. Hier sieht man immer eingeblendet eine Stadt, also Tobruk heißt die Stadt hier. Hier ist Sidi Barani und hier ist Benghazi. Und wir müssen Tobruk und Benghazi einnehmen von den Italienern. Genau, und jetzt kaufen wir uns Panzer, und zwar Matilda 1 und 2. Ihr seht hier Soft Attack, das ist gegen Infanterie und Hard Attack ist gegen Panzer. 2 und 1 ist wenig, 2 und 8 ist auch noch wenig, also wenig bei der Infanterie. 3 und 8 ist auch noch wenig, aber hier 5 und 8, das ist gut. Also kaufen wir den MK1A9. Und zwar können wir 2 Stück kaufen. Mehr geht nicht. So, jetzt werde ich kurz speichern. Und wir machen weiter. Der zweite Zug, 15. Dezember 1940, knapp eine Woche später. Wir stoßen vor. Zweite Januar 1941. Und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. So, jetzt in dieser Runde müssen wir die gegnerische Stadt einnehmen. Major Victory. Und wenn wir jetzt eine Runde später die Stadt eingenommen hätten, hätten wir nur einen Minor Victory errungen. Und jetzt haben wir einen Major Victory, das heißt, wir bekommen mehr Prestige. Gut, das war's für diese erste Schlacht. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Schlacht in der nächsten Folge. Bis dann und Tschüssikowski.